Was macht der gemeine Vlogger nach einem tiefen Niederschlag? Er grillt. Richtig. Genau, das machen wir und wir lassen es uns richtig gut gehen. Wir haben, was haben wir eigentlich? Wir haben Steaks, wir haben Würstchen, wir haben Schaschlikspieße, wir haben Mais. Und wir haben Feta-Röllchen. Feta-Röllchen, Und Bauchspeckröllchen. Aber die kommen nicht auf den Grill. Nee, nicht wirklich. Brutzelt auf dem Grill. Sehr schön. Und die Sonne scheint. Wir haben einen knaller Tag heute. Wenn da nicht so dieses kleine, unterschwellige Gefühl noch wäre. Aber Haken dran machen. Was anderes kann ich jetzt eh nicht machen. Das ist jetzt nicht der Gemeinschaftsteller, sondern das ist mein Teller. Muss ich mir Sorgen machen? Nein, ich nehme ab. Also wenn ihr wissen wollt, wie man abnimmt, das Essen. Also wegen mir ist morgen wieder schönes Wetter, ne? Und wenn ihr euch fragt, was für Kira und mich übrig geblieben ist? Einmal frisch gemacht, also ich geduscht, ihr geschlafen, jetzt sind wir wieder fit und sind ja, ja, also ich schon, und gesättigt und eine Drohne habe ich ja noch, also wir sind ja hier schließlich im, sag's bitte, ich krieg's wieder nicht raus. FPV-Camp. Genau, so und deshalb gehen wir wieder fliegen. Ja. Ein paar Drohnen sind noch übrig. Genau, aber aus gegebenem Anlass gibt es keine, keine Fahrvideos mehr, also während der Motorradfahrt. Angekommen in der Natur, ein paar Bäumchen, eine Wiese, nicht allzu hoch und naja, ich habe ganz vergessen, dass ich die Brille hätte vielleicht noch laden sollen, aber ich denke mal so ein bis zwei Akkus werde ich durchschießen können, das müsste funktionieren. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, doch jetzt wieder zu fliegen. Ist ein schöner Spot hier, so ein paar Bäume, wo ich durchfliegen kann. Und ja, bis jetzt, ich klopfe auf Holz, habe ich meinen Kopf da zumindest immer so in greifbare Nähe bekommen. Ich habe vielleicht ein bisschen hier bei der Landung Wiese gemäht, aber er heißt ja nicht umsonst Smoothie Maker, ne? Jetzt hing ich gerade im Baum mit der Drohne, aber wir haben ein Konstrukt gebastelt aus einer Latte und einem Ast. Ich war einen Tick zu kurz, aber Johannes kam ran und hat dann den Kopter anschubsen können, sodass er runterkam. Also alles wieder safe, nicht noch ein zweiter weg. Und ihm dann noch den halben Arm abgerissen. Ach Quatsch, geht schon. Ja, die Scheißschrauben, das Ding ist steril. Alles klar. Kleiner Nachtrag, weil ich nicht
bin mir nicht sicher, ob ich es vorhin erzählt habe oder nicht, aber heute wurde nicht nur das Material nicht geschont, sondern ich wurde auch nicht geschont. Ich habe hier so einen kleinen Kratzer am Arm abbekommen, habe ihn jetzt notdürftig verbunden mit einer FFP2-Maske. Das wäre jetzt geil gewesen, wenn ich FPV-Maske gesagt hätte, aber nein, das ist eine FFP-Maske. Also FFP2, boah. Diese Scheißbegrifflichkeiten. Naja, auf jeden Fall blutet aber auch schon nicht mehr. Ich habe das jetzt nur drauf, dass nichts reinkommt. Weil es ist doch schon ein Katscher. Aber er blutet nicht mehr. Von da an muss ich auch nicht Angie anrufen, dass sie mir ein Pflaster bringt. So war das ja das letzte Mal, als ich mich tiefer geschnitten habe. Und dann hat sie mich direkt ins Krankenhaus gekarrt. So sind Frauen. Und ich wickel mir eine Maske um den Arm. Mit Gummibändern. Ja, der letzte Flug des Tages gehört jetzt doch Johannes, weil, ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt liegen habe, ach doch, hier, an meinem Strap ist hier so eine Schlaufe aufgegangen, wo eigentlich so, ja, das zum Durchfädeln ist. Und die ist offen und deshalb kriege ich den Strap halt nicht mehr um den Akku rum und wenn ich ihn nicht um den Akku rum kriege, kann ich halt leider nicht fliegen. Ich wäre ja weitergeflogen. Ich bin hart im Nehmen. Ich meine, einmal im Baum heißt ja nichts. Aber vielleicht soll das so sein. Vielleicht ist das ein Zeichen. Flieg nicht weiter. Na gut, jetzt schauen wir noch Johannesflug an. Und dann geht's Richtung Heimat. Hoppala. Gerade ein seltsames Geräusch. Johannes ist mit seiner Drohne auch mal down. Ich hab hier so eine Brennnessel tangiert. Eine Brennnessel. Und das Blatt ist auf der Kamera gelegen und ich habe nichts mehr gesehen. Aber ja, disarm. Auf das Foto bin ich gespannt. Ja, ausgebissen. Direkt die Litze aus der Buchse. Samtstift. Und wem gibt man die Schuld? Ich hätte jetzt gerne gesagt dem Johannes, weil der Johannes das festgelötet hat, aber nachdem es den Stift mit rausgerissen hat, ist China schuld. Irgendein Chinese. Es wäre auch was gewesen, wenn der Einzige, der hier Material schrottet, ich bin. Also von da an bin ich da, ich möchte nicht sagen, ein bisschen froh drum, weil ich wünsche das keinem, aber es ist doch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Sagen ja mal alle, wir mögen uns nicht, ja? Aber schaut, ich schrotte sogar absichtlich meine Drohne, nur damit es sich besser fühlt. Gesund und munter wieder angekommen und es ist herrliches Wetter. Deshalb werden wir jetzt gar nicht so sehr viel mehr machen. Wir werden jetzt schnell noch Videos schneiden, das machen wir ja beide im Moment täglich. Und wenn wir damit fertig sind, denke ich mal, setzen wir uns noch gemütlich in den Garten und labern. Aber FFP 2, nein! FPV-Drohne ist für heute erledigt. Wir sehen uns morgen wieder. Bis denn. Ciao!